Gimme that, Bro 5. Hier ist wieder Kryntos und ich sage Welcome back to Far Cry 5. Wir sind auf dem Weg, um diesen Sektenaußenposten zu befreien. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Flugzeug geflogen. Ich habe mir übrigens angewöhnt, so ein bisschen zu versuchen, immer so einen kleinen Rückblick zu machen, weil es dauert ja immer eine Woche, bis eine neue Folge rauskommt. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann einfach ein bisschen angenehmer ist, wenn man beschossen wird. Wenn man einfach weiß, was so... Also wenn ich nochmal wiederhole, was in der letzten Folge so passiert ist, ne? Weißt du, was ich sagen will. Ich habe mir übrigens... Warum sind das zwei? Mal schütz. Das ist für ein komisches Geräusch hier. Danke für all dein Engagement. Ich weiß nicht, woher diese Angels kommen. Aber meine Schwägerin glaubt, sie kämen aus Nolans Fleischshop. Sie sah Menschen hineingehen und Angels herauskommen. Okay. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht wieder so komisch hinsetze wie bei der letzten Folge. Da habe ich nämlich, ich weiß nicht, wie ich da gesessen habe, aber es war auf jeden Fall... Es war auf jeden Fall nicht gut für meinen Rücken, weil ich habe am nächsten Tag richtig... Also so komische Rückenschmerzen hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht, wie nach dieser Aufnahmesession. Und das habe ich irgendwie 3 Tage lang gehabt. Und zwar so, dass das richtig vorhin in den Brustkorb reingezogen ist. Ich hatte richtig Schwierigkeiten beim Atmen. Aber nur wegen meinen Rückenschmerzen. Achso. Okay. Verhütete Puma ist abgeschlossen. 3 Vorteilspunkte erreicht. Erhalten. Die sollten wir mal bei Gelegenheit. Wo ist unser Begleitschutz? Hallo? Okay. Auf dem Weg. Sehr schön. Da muss ich jetzt diesmal einfach ein bisschen aufpassen. Ja, renn doch einfach durch das Lager, das wir gleich übernehmen wollen. Alter Schwede. Na, starte ich mal die Waffe wechseln zu der hier. Weil die schwere Waffe brauchen wir eigentlich nur, wenn wir gegen schwere Gegner oder gegen Fahrzeuge antreten. Ich könnte hier natürlich alles viel lustiger gestalten. Was ist eigentlich auf Platz 4? Platz 5? Ah ja, okay. So funktioniert das. Wir haben kaum noch Sprengstoff. Lalala, ihr habt nichts gesehen. Die immer mit ihrer arschlauten Musik. Ich habe mir in der letzten Zeit mal wieder diese ganzen alten Klassiker angeschaut. So diese ganzen alten Rambo-Filme, die ganzen alten Alien-Filme, die ganzen alten Predator-Filme. Und das empfehle ich dir auch einfach mal nachzuholen. Die gibt's jetzt gerade alle auf Netflix. Was man hier nicht alles findet. Warum? Haben die jetzt meine Begleitung entdeckt oder was? Drin. Ich will mal versuchen, hier den Alarm zu deaktivieren. Ey, das habe ich doch gerade gemacht. Okay. 2 Alarme übrig. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen futile. Ja, an die komme ich nicht ran. Und der Alarm ist ausgelöst. Verstärkung müsste in jedem Moment da sein. Ah. Okay, ich glaube, wir gehen hier drauf, ja. Shit. Na gut.
Also ich habe mir mal die ganzen Klassiker wieder angeschaut. So, den alten Rambo und so weiter und so fort. Und irgendwie haben die Filme was an sich, oder? Also ich weiß gar nicht, so moderne Filme können da nicht so richtig mithalten. Also, na klar, gibt es auch moderne, richtig, richtig gute Filme. Und das will ich jetzt gar nicht gesagt haben, dass nur der ganze alte Stuff richtig gut ist. Aber, ich weiß nicht, also... Ich finde zum Beispiel, dass Far Cry so ein totaler Rambo-Simulator ist. Also es ist ja ein Guerillakrieg, den wir hier führen. Und nachdem ich jetzt alle drei Rambo-Teile nochmal gesehen habe, also die ersten drei, ich fand jetzt den neueren Rambo, wo er irgendwie da im Busch sitzt und so auch wieder Gefangene befreit. Das ist irgendwie auch so ein totales Stallone-Ding, ne? Das Stallone steht irgendwie voll auf so Gefangenenbefreiungen und so weiter. In The Expendables hat er das ja auch gemacht. Und, ich ändere die Position. Von hier kann ich nichts machen. Wollen wir was ausprobieren? Ah, gut. Okay. Shit. Nein, das wollte ich nicht. Molotov-Cocktail ist gut. Also irgendwie ist das so ein totales Stallone-Ding. Den neueren fand ich eigentlich auch ganz gut. Was haben wir denn hier? Okay. Ich glaube, den merke ich mir mal. Das läuft doch ganz gut. Das war kein Schuss. Und jetzt haben sie schon wieder den Alarm ausgelöst. Verstärkung ist auf dem Weg! Kreise den Vater! Voll ins Gesicht. Okay. Komm. Ah, ich habe kein Erste-Hilfe-Set mehr. Was ist das denn für eine Scheiße? Gibt's hier irgendwo eins? Nein. Nein. Okay, das ist aber ein relativ großer Außenposten, den wir hier auseinandernehmen, oder? Kann das sein? Oder spinne ich? Ruhe. Okay. Ja, also... Ich werde getroffen! Oh, da muss ich mal ganz schnell hin und einen Molotow-Cocktail draufwerfen. Es ist einfach so, dass ich mich immer konzentrieren muss. Das ist einer mit dem Flammenwerfer, da muss ich mal ein bisschen abhauen und ein bisschen vorsichtig sein. Na also.
Aber es werden auch irgendwie immer mehr, also es wird nicht weniger hier. Aufnahme läuft noch, alles gut. Ja, und ich muss sagen, also ich finde den ersten Rambo, der erste Rambo ist irgendwie so ein bisschen missverstanden worden. So, oder, also es hat sich sehr verändert im Laufe der Zeit. Rambo ist ja dann wirklich zu so einem Rambo geworden. Und im ersten Film, der erste Film war eigentlich so ein Antikriegsfilm, finde ich. Er ist zwar voll abgegangen und ist voll los und hat dann... Warum gehen hier Türen kaputt? Was brennt denn da schon wieder? Kann ich meine Position verraten? Er geht zwar voll ab und so weiter, aber eigentlich ist der erste Film... Der erste Film geht ja eigentlich Antikrieg. Ist er Antikrieg? Und das ist eigentlich eher so auch eine Kritik daran, wie die amerikanische Bevölkerung nachher mit den Soldaten umgegangen ist, die aus dem Vietnamkrieg zurückgekommen sind, weißt du? Also, dass sie gegen die demonstriert haben und solche Geschichten. Und das waren einfach bloß arme Schweine, die da hingeschickt worden sind und die sich auch nicht aussuchen konnten, in den Krieg zu fahren. Und ich meine, gut, das ganze Vietnam-Thema und so weiter, das ist halt echt eine lange, ein langes Ding so, worüber man sehr viel diskutieren kann. Aber... Rambo ist ja mittlerweile eher dafür bekannt, so dieser Typ zu sein, der einfach alles platt macht und so ohne Rücksicht auf Verluste. Ups, nee, das wollte ich nicht. Ja. Okay. Ja, der so diese nicht aufzuhaltende Kampfmaschine und so wird er ja auch verkauft, aber im ersten Teil hat er ja ganz am Ende so einen richtigen Zusammenbruch und fängt so an zu weinen und sagt so, ich konnte nicht und ich hatte mir das ja nicht ausgesucht. Na, also so geht's doch. Ich hatte mir das nicht ausgesucht und erzählt diese richtig tragische Geschichte, wie sein Kumpel stirbt, also wie sein Kumpel durch so einen Schuhkasten explodiert, der von so einem kleinen Jungen gebracht wird und dann so weint und seine Gedärme kommen raus und er schreit so, ich will nach Hause, ich will meinen Chevy fahren, weil er ihm immer davon erzählt hat, zusammen, dass sie zusammen Chevy fahren und sich einen kaufen und dann Mädels aufreißen. Und das ist halt eine richtig herzzerreißende Geschichte und auch der Höhepunkt des Films, also wirklich der absolute Höhepunkt. Die Sekte hat dieser alten Brauerei ihre Drogen gepanscht. Es wird uns eine Menge bringen, dass wir sie von ihr vertrieben haben. Außerdem kriegt man ab jetzt hier vielleicht auch wieder ein halbwegs vernünftiges Bier. Das wäre doch schön. Verdammt gute Arbeit, Rookie. Immer gerne. Ich lese hier mal was, solange die da draußen noch rumschießen. Hört das Wort. Der Pfad nach Eden steht all jenen offen, die Faith folgen und den gerechten Glauben haben. Schließt euch ihrer Priesterin an diesem Schrein an, um Josephs Wort zu hören. Gemeinsam werden wir in den Garten zurückkehren. Okay. Ich kann mir leider schon... Okay. Hast du ihre Gesichter gesehen? Auf der Pilgerreise? Oh, das musst du sehen. Wie die Sünde aus ihren Köpfen entweicht und ihre Gesichter friedlich erschlaffen. Wie ihnen die Eitelkeit vom Kopf geschoren und das Böse von den Lippen genommen wird, damit sie nie wieder ein sündiges oder überhaupt irgendein Wort sprechen können. Das gibt mir Kraft. Mit jedem Glockenschlag. Okay, Psycho. Ich hab echt Glück. Wo war ich jetzt gerade? Ich war bei Rambo. Und ja, also das finde ich halt ein bisschen schade, dass das irgendwie nicht so wahrgenommen wird, dass Rambo quasi als Name schon dafür steht, ja, ich bringe sie alle um und ich bin voll der Soldat und keine Ahnung. Und eigentlich ist der erste Rambo sehr, sehr tiefgründig, meiner Meinung nach. Also, und das hast du einfach nicht häufig. Du hast nicht häufig tiefgründige Actionfilme. Ich wollte eigentlich hier jetzt nochmal so ein bisschen... hier gucken, ob wir hier irgendwie noch eine Mission kriegen. Ich finde, die Missionen sind hier so relativ dünn gesät. Ein Typ namens Roy hat uns die Koordinaten seines Bunkers geschickt. Angeblich hat er da Zeug verstaut, das wir brauchen können. Von innen ist er zugesperrt, aber man soll auch durchs Wasser reinkommen. Okay.
Ja, die ganze Musik wird mich wieder wegstriken. Aber ich kann die jetzt auch nicht abschalten. Erstmal kurz gucken, ob wir uns noch eine weitere Person wieder ranholen können. Nee, du brauchst noch. Dann holen wir uns hier. Den finde ich eigentlich super lustig, den Typen. Nee, den hier. Entschuldigung. Den finde ich super lustig. Ja, du lädst dich wieder auf. Okay. Zweimal schütteln, schon komme ich. Damit will ich bloß sagen, dass ich erst noch fertig pinkeln muss. Ich find den Typen hammerlustig mit seinen dummen Sprüchen. Aber wir wollten jetzt gleich zu unserer nächsten Mission. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir, also beim Editieren von der letzten Aufnahmesession, hatte ich eigentlich gedacht, dass ich irgendwie von diesem Typen wo war er denn? Also der Typ, der diesen Film gedreht hat, ich dachte, der hätte sich einmal kurz bei uns gemeldet und dass wir mal bei ihm vorbeischauen sollen, aber offenbar ist das nicht so. So, komm, wir haben doch, guck mal, wir haben hier nur noch so ein winziges Stückchen, ich weiß gar nicht, ob ich gerade davor bin, wenn nicht, dann muss ich einfach mal ein bisschen zur Seite rutschen, aber wir haben doch hier nur noch so ein winziges Stückchen, was wir erledigen müssen für Faith. So langsam muss es ihr doch auch mal reichen mit uns. Unfassbar eigentlich. Ja, Far Cry 5 ist halt auch eigentlich ein Spiel, was für einen Let's Player eine ziemlich große Herausforderung ist, weil wir hier zwar Guerillakrieg führen und eigentlich ist auch ständig Action und so weiter, aber so... Hallo, du Inbegriff der menschlichen Schönheit. Guy Marvel hier. Baby, Baby, wo warst du denn? Schwing dein hübschen Hintern hierher, wo die Gelegenheit deines Lebens auf dich wartet. Mach schnell. Ja, das habe ich eigentlich gemeint, diesen Funkspruch. Ihr seht nichts. Komm, wir gehen mal hier rein, da wir jetzt eh hier sind. Ich mag ja diese durchgeknallten Missionen eigentlich echt gerne, deshalb wir versuchen mal hier noch was zu reißen. Und offenbar werden wir auch nochmal überspringen. Nicht überspringen, wir werden nochmal überziehen diese Woche. Diese Folge. Der große Regisseur ist in Gefahr! Sie machen Ziele! Jetzt ist er wieder im Konflikt mit sich selbst. Was ist denn los mit dir? Bleib hier. Ich bin alleine fertig. Hier bei draußen versteht sowieso nichts von Kunst. Das gesamte Team ist abgehauen. Einfach so. Aber weißt du was? Scheiß drauf. Dasselbe ist Coppola passiert und sieh dir an, wo er jetzt ist. Wir sind die Zukunft des modernen Kinos. Wenn wir nächstes Jahr auf dem Podium stehen, werden diese Arschlöcher bereuen, dass sie an uns gezweifelt haben. Stell dir das mal vor. Die epischste, krasseste Kampfsequenz, die je mit einem Mikrobudget gefilmt wurde. Schreiende Zombies, Blut, Explosionen, aber mit Herz. Die Szene geht so. Sie haben deinen geistig behinderten, blinden Labrador-Welpen getötet und du rastest völlig aus. Wir sprechen hier über Baseballschläger, Kopfschüsse, Todessprünge, Explosion, Feuer und ein blutiges Pierce der Resistance. Der einzige Haken, das Budget ist schon fürs Licht draufgegangen. Wir können uns keine Extras leisten. Aber, Problem gelöst, wir bedienen uns aus dem lokalen Talentpool. Vor allem bei diesen hirnlosen Weltraumkadetten, die hier rumlaufen. Such ein paar von den Schwachmaten da draußen zusammen und führe sie hierher, damit es endlich losgehen kann. Guy führt dich dann durch die Action. Auf geht's, Baby! Wir filmen Guerilla-Style! Sei das Geld, Baby! Finde diese Angels und bring sie her! Auf Anfangspunkt... Ich weiß übrigens wieder, was ich eben sagen wollte. Ich weiß jetzt leider ungefähr schon, wie Far Cry 5 ausgehen wird. Na komm, machen wir das einfach mal. Ach, ist ja schon aktiviert. Einfach weil ich mir die Trailer zu Far Cry New Dawn angesehen habe und da ist halt einfach schon massiver Spoiler enthalten. Ich bin sowieso so, dass ich mir nie nie Trailer von irgendwas ansehe. Außer vielleicht mal von einem Spiel. Das ist so die Ausnahme und das hat mich jetzt hier auch so ein bisschen gespoilert. Also zu sehr gespoilert, so dass ich es jetzt schon weiß. Finde ein paar Angels. Das ist, finde ich, ein bisschen einfacher gesagt als getan. Ach, da unten. Na, dann siehst du. Hallo. Ich bring die einfach mal mit. Na, kommt ihr mit? Sehr gut.
Wie jetzt? Sind wir jetzt da? Kommen die jetzt oder nicht? Okay. Ja, also ich weiß jetzt schon ungefähr, wie es ausgeht. Ich weiß es nicht komplett, weil ich natürlich nicht gesehen habe, wie es ausgeht, aber ich kann mir eine gute Vorstellung davon machen und wir schauen mal, ne? Ich werde jetzt nichts darüber verraten, ich werde auch nicht meine Vermutungen sagen. Nein, nein, nein. Oh, scheiße, okay. Ich wollte es mit dem Baseballschläger machen, aber was soll's. Irgendwie beschreibt er so ein bisschen John Wick, oder? Die haben deinen Hund getötet, du rastest voll aus, bringst alle um, mit Baseballschlägern, Kopfschüssen und überhaupt. Naja. Ich werde das jetzt mal mit der normalen Waffe machen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas Wichtiges weggeschmissen. Ja, unsere Schaufel haben wir weggeschmissen. Hilfe! Na, kommt her. Hallo? Okay, das war ein Kopfschuss. Das waren zwei Kopfschüsse. Töte Angels mit Feuer. Kommen da jetzt noch mehr? Also es wäre ja ganz gut, wenn die das so eingestellt hätten, dass hier welche spawnen, weißt du? Okay, ich versuche das mal auf diese Art. Mist. Nein! Jetzt stirb doch mal. Tut ein Angel mit einer Explosion. Da muss ich jetzt mal kurz... Ich glaube, das ist so ein bisschen die falsche Methode. Ziele einen Tod von oben, was soll das denn bedeuten, bitte? Ich glaube, da muss ich irgendwie... Ja, ich muss auf den raufspringen. Ups. Haben wir hier irgendwo ein Erste-Hilfe-Set? Wahrscheinlich nicht. Ich muss ein bisschen rennen, damit sich meine Lebensenergie wieder auffüllt. Ja. Das ist aber auch echt nicht so leicht, ne? Na also, dann können wir jetzt hier noch ein bisschen aufräumen. Oh Mann, das wäre jetzt zum Schluss noch ein bisschen knapp. Wo jetzt hier? Geil, Marvel, brauchst Hilfe! Was? Du brauchst keine Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche psychologische Hilfe jetzt hier nach dem Scheiß. Und unsere Folge ist auch gerade wieder vorbei. Aber wir schließen das hier natürlich noch schnell ab. Ja, dreh dich doch mal zu mir. Geil, muss zugeben. Die Kamera liebt dich. So ist es. Wir haben alles nur mit einer Klappe aufgenommen. Friss das, Pinscher.
Einfach genial! Jetzt geh los und betrink dich. Spritze Kuchen oder schnupf M&Ms oder was ihr Kids heutzutage eben so macht. Das hast du dir verdient. Weißt du was? Du hast Guy heute eine wichtige Lektion gelehrt. Geh bei deinen Visionen nie Kompromisse ein. Mag es auch noch so wehtun. Ganz egal, wie hoch der Preis ist. Danke dafür. Das wird Guy nie vergessen. Jetzt verschwinde! Guy Marvel hat ein Meisterwerk zu schneiden. Also, bevor ich jetzt losgehe und M&Ms schnupfe, werde ich hier rausgehen und in die... Ja, also hier rein, hier raus, hier rein und ich werde groß. Ich habe komplett vergessen, was ich sagen wollte. Also ich bin ein bisschen gespoilert worden. Ich kann mir schon vorstellen, wie Far Cry 5 enden wird. Wir werden sehen. Also es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Enden, habe ich mir auch sagen lassen. Wir gucken mal, welches wir bekommen. Aber ja, wir schauen. Ich werde in der nächsten Folge noch ein bisschen was erzählen. Wir haben jetzt wieder krass überzogen. Ich habe null Zeit, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, weil ich jetzt, während das hier läuft, gerade in der Schweiz sein werde. Also erst in Frankreich, dann in der Schweiz und dann komme ich wieder zurück und dann kann ich erst wieder arbeiten. Also an neuen Folgen. Ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib dem Like-Button, was er verdient. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin bleibst du so cool, wie du bist. Ich bleib so cool, wie ich bin. Und ich sage bis dahin. Ciao. Give me that profile. Hier ist wieder Quintus und ich sage welcome back to Technovocation of Pride. Okay, ich gehe mal in die Richtung Lovecraft und dann versuchen wir mal zu aktivieren. Du Scheiße, was passiert hier? Ach du Kacke, hier kommen überall Tentakel auf den Boden. Tentakel... Lovecraft ist so der Tentakelgott.